Moin Leute, Berktus hier. Ich möchte die Nalgene-Flasche noch einmal neu befüllen. Momentan ist sie noch leer und ich möchte einmal auflisten, was ich wahrscheinlich, wie ich auch schon beim ersten Video gesagt habe, wahrscheinlich verbessern könnte. Weniger Luxus, mehr praktische Dinge oder Dinge, die man auf jeden Fall brauchen wird, wo ich mal davon ausgehe, dass man sie brauchen wird, und das Ganze ein bisschen teamgerechter. Ich werde die Flasche gleich befüllen. Und dann werden wir uns mal anschauen, was ich von diesen ganzen Dingen, die ich jetzt gleich aufliste, reinbekommen habe und was ich nicht reinbekomme. Stellen wir die Flasche mal zur Seite und gehen erstmal alles Wichtige durch. Als erstes, ganz wichtig, ist das Thema Shelter. Ich werde weiter bei dieser Frischhaltefolie, ist es nicht, es ist eine Baufolie, bleiben, weil sie doch relativ stabil ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier der Anfang wieder dazu ist. Das einmal da abkriegen, damit wir uns das einmal angucken, ist eine Folie. Ich habe sie nur auf die Länge gemacht, dass ich sie wirklich unter den, also ich könnte sie natürlich länger machen, die ganze Folie, dass ich sie aber unter diesem Bereich hier reinkriege. Wenn ich sie bis in der Mitte stehen hätte oder bis oben hin stehen hätte, würde sie einfach zu viel Platz wegnehmen. Und dementsprechend habe ich das Ganze auf die Länge gemacht, dass ich sie in diesen unteren oder unter diese Kante bekomme. Die Folie selber ist eigentlich ein Baustoff. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe die ganze Rolle hier stehen. So sieht das ganze Ding aus. Ich habe mir da also ein kleines Stück abgeschnitten an dem Bereich und habe davon was genommen. Das sind jetzt 40 Meter, die ich habe. Sollte ausreichen, dass man sich einigermaßen großes Shelter damit bauen kann. Und man muss immer... Ja, okay, mein Ring fällt hier um. Man muss immer dazu sagen, es ist keine normale Frischhaltefolie, sondern hier ein Loch rein zu pieksen. Ob ich es jetzt nur mit dem Daumen probiere oder sonst irgendwie, das Ding hält einigermaßen was aus. Wir bekommen natürlich ein Loch rein. Es geht nicht darum, dass wir kein Loch reinbekommen. Und sie ist einigermaßen stretchbar, bevor sie dann endlich reißt. Also man sieht es schon, jetzt wird das Ganze reißen. Hat, oh Gott, 14, wie nennt man das, 14 Kilo Newton. Ich habe keine Kilo Pascal sind es genau. Hat auf jeden Fall einiges, was es aushält, bevor das ganze Ding einreißt. Wir können sie, wie gesagt, einigermaßen lang ziehen. Wird natürlich dann auch ein bisschen schmaler, aber mit 40 Meter können wir einiges machen. Ich würde persönlich wahrscheinlich einen A-Frame bauen, oben eine Bahn spannen und dann immer stückweise mit Überlappung nach unten gehen, dass, wenn das Wasser runterläuft, wir da drin auf jeden Fall geschützt sind. Ich lasse das Ganze mal vorne liegen, weil da kommen noch gleich ein, zwei Sachen dazu, die ich innen drin, das Ganze ist auf einer Papprolle aufgerollt, die ich innen drin reintun möchte, weil ich natürlich den kompletten Platz ausnutzen würde. Wenn ich es einfach nur so reinstelle, habe ich, wie gesagt, einen kompletten Innenraum, der ja, viel Luft ist und wo nichts drin wäre. Zum Thema Shelter geht es aber noch weiter. Und zwar hatte ich auch schon, was ich in meiner ersten Flasche drin hatte, ein Regencape drin. Ist kein ganz normales Regencape, sondern es ist ein Regencape, was eigentlich ein Regencape und eine Rettungsdecke ist. Ganz normales Regencape. Bis zum, oder wie gesagt, der Oberkörper. Von innen drin ist es Silber, von außen ist es Oliv. Hat eine kleine Naht, die ich öffnen könnte, die relativ schwierig zu öffnen ist, beziehungsweise mit Messer oder einfach aufreißen. Dann hätte ich eine Rettungsdecke. Eine relativ große Rettungsdecke, aber ich würde es erstmal als Regencape lassen. Man könnte es, wie gesagt, auch zum Thema Shelterbau nehmen und ich habe 20 Meter Schnur drum gewickelt. Ich werde verlinken, welche Schnur das ist, warum ich diese Schnur interessanter finde als Paracord, weil sie einfach im Gegensatz zu Paracord ziemlich genauso viel aushält und meiner Meinung nach einfach viel kleiner oder viel besser zu umwickeln ist. Das Ganze ist steinhart gewickelt darum, 20 Meter Schnur, also reine Schnur, die ich, wie gesagt, zum Bauen nehmen könnte, die ich auch, wenn ich sie aufraue, da sie leicht geteert ist, sehr gut zum Feuermachen benutzen könnte. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach nur, dass ich Schnur dabei habe. Legen wir das Ganze mal nach vorne, ist ein Regencape, werde ich jetzt nicht öffnen. Oder nicht ausrollen, ein Regencape, eine Rettungsdecke in dem Sinne und 20 Meter Schnur. Als kleine Wurst zusammengedrückt oder zusammengewickelt. Als nächstes Thema Feuer. Ich würde wahrscheinlich ein Feuerzeug mitnehmen. Jetzt nicht so ein großes, sondern ein kleineres. Es gibt diese kleinen Feuerzeuge. Ein kleines Feuerzeug einfach als Backup, falls alles einfach super nass ist und es schnell gehen muss oder sonst irgendwas oder es schon dunkel ist. Oder es gibt einfach tausend Gründe, warum ich einfach noch ein kleines Feuerzeug mitnehmen würde. Wie gesagt, nicht dieses Feuerzeug, sondern irgendein kleines Feuerzeug, ein Feuerstahl so oder so. Und noch einen kleinen Feuerstahl als Ersatz, wenn ich diesen verlieren sollte.
Auf einmal ist er weg oder sonst irgendwas. Dann hänge ich da, habe nur noch mein Feuerzeug. Wenn ich das Feuerzeug auch noch verlieren sollte, habe ich wenigstens noch einen kleinen als Ersatz. Ist natürlich klar, großer Feuerstahl macht große Funken, kleiner Feuerstahl macht kleine Funken und ein Feuerzeug macht einfach instant eine Flamme. Ich habe sofort eine Flamme und muss nicht großartig viel machen. Feuerzeug mal nach vorne liegen. Wie gesagt, ich würde ein anderes Feuerzeug mitnehmen. Feuerstahl nach vorne liegen. Und den Feuerstahl lassen wir uns gleich nochmal da, weil den werde ich gleich hier mit reintun. Thema Messer kommen wir als erstes zu, beziehungsweise gehen wir als erstes einmal darauf ein. Thema Messer, ich würde zwei Messer mitnehmen. Am Anfang hatte ich noch gesagt, dass ich nur ein Messer mitnehmen würde. Mittlerweile hatte ich mich überlegt, zwei Messer mitzunehmen, dass jeder Teilnehmer in dem Team sein eigenes Messer hat. Man kann auch nur ein Messer mitnehmen. Es würden, oder ich versuche natürlich, wie gesagt, zwei Messer reinzubekommen. Wenn ich zwei Messer reinbekomme, ist es besser. Wenn ich nur ein Messer reinbekomme, dann habe ich so gesehen nur ein Messer. Ich hätte, man muss immer wieder jetzt zum Thema betonen, ich hätte auch ein Messer, was ich in die Flasche noch bekommen würde. Allerdings müsste ich das Ganze mit einer Scheide reintun oder würde es mit einer Scheide reintun. Einfach nur das Messer so reinzutun, wo auch viele immer gesagt haben, lass doch einfach die Scheide weg, dann muss ich das Messer immer in der Hand behalten oder ich muss es irgendwo ablegen und wiederfinden oder in einen Baum rammen oder sonst irgendwas. Wenn ich das Messer verliere, dann habe ich ein Problem. Dementsprechend habe ich gesagt, ich würde nicht so ein Messer mitnehmen, auf jeden Fall auch nicht mit Scheide mitnehmen. Ich würde wahrscheinlich für ein Klappmesser mitnehmen oder so zwei Klappmesser mitnehmen, dass jeder Teilnehmer sein eigenes Messer hat. Legen wir die Messer auch nochmal zur Seite. Dann, wie gesagt, mit den Messern würde ich nicht betonen, weil es halt Klappmesser sind und wahrscheinlich würden sie draufgehen. Bei einem Fulltangmesser wäre das Ganze wieder was anderes. Das könnte ich natürlich auch zum Beton nehmen, würde wahrscheinlich auch das Ganze überleben. Wie gesagt, geht locker in die Flasche rein. Ist nicht das Problem, dass sie nicht in die Flasche reingeht. Es würde reingehen und ich würde auch noch die Flasche zubekommen. Das Messer aber einfach nur so reinzutun, würde ich nicht machen. Das heißt, mit einer Scheide und mit dieser Scheide zusammen sehen wir jetzt schon, es würde nicht reinpassen. Das heißt, ich müsste mir entweder eine Scheide dafür bauen oder eine andere Scheide dafür nehmen. Oder gegebenenfalls sogar ein anderes Messer nehmen. Ich würde aber wahrscheinlich, wie gesagt, mit zwei Klappmessern gehen. Thema Betonung. Eine Möglichkeit wäre, gehen wir mal als erstes darauf ein, sich einen Axtkopf mitzunehmen. Das heißt zu sagen, okay, ich nehme mir eine Axt mit. Diese Axt würde nicht reinpassen. Also das heißt, bekomme ich so gesehen in die Flasche nicht rein. Ich müsste hier ein bisschen was abflexen oder wegschneiden, dann würde ich das Ganze reinbekommen. Wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe meine Axt dabei, baue mir dann eine Axt, also schnitz mir einen Stock oder ja, schnitz mir einen Stock, bearbeite den und baue mir meine Axt vor Ort selber, um eine Axt zu haben, um Holz zu spalten. Alternativ dazu hatte ich mir überlegt, um Holz zu spalten, könnte ich auch rein theoretisch einen Meißel mitnehmen. Hört sich zwar jetzt in erster Linie doof an, aber mit dem Meißel kriege ich Holz auch gespalten. Ansetzen, mit einem Holzstock obendrauf, also mit einem Knüppel obendrauf hauen, bekomme ich mein Holz auch gespalten. Ich würde wahrscheinlich einen Meißel mitnehmen. Alternativ dazu hätte ich noch so ein Teil. Das ist eigentlich, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Könnte ich auch mitnehmen, könnte wie gesagt einen Stock hier dran befestigen, würde nicht oben drüber rutschen, hätte noch eine Spitze oben drauf, wenn ich halt in Anführungsstrichen eine Ahle bräuchte. Könnte ich natürlich auch machen, würde das Ganze anschleifen und würde dann aus einem, mir fällt das gerade nicht ein, das Wort, wie das Ding heißt, mir daraus meine Axt selber bauen. Das wäre halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme lieber das mit, habe dann wie gesagt eine Spitze, eine Ahle in dem Sinne noch damit dabei, ist ja kein Axtkopf, sondern eine Möglichkeit, um Holz zu spalten. Müsste mir allerdings aus sowas oder das oben halt abflexen, dann könnte ich auch wieder mit dem Holzstock oben drauf hauen, um Holz zu spalten. Das Ganze ausprobiert, damit geht es deutlich schwieriger, als ich lege das mal zur Seite, als mit einem Meißel. Das heißt, ich würde wahrscheinlich einen Meißel mitnehmen, könnte natürlich hier oben auch noch zwei Löcher reinbohren, um dann wieder einen Stock zu befestigen, um mir eine Axt zu bauen. Aber bleiben wir erstmal dabei und das ganze Ding stopfe ich jetzt oder stecke ich so gesehen in meinen Shelter-Bereich oder in die Folie rein, wo ich mein Shelter hätte, bis unten hin. Unten habe ich ein kleines Stück Plastik reingemacht oder ein bisschen Plastik, damit ich es halt ein bisschen hier drin verkanten kann, damit es auch nicht durchrutscht. Dann nehme ich mal meinen Feuerstahl und packe erstmal den Feuerstahl mit hier an die Seite. Das heißt, ich habe jetzt so gesehen Feuerstahl,
etwas zum Holzspalten und mein Shelter in einer so einer kleinen Wurst. Legen wir das Ganze mal mit nach vorne. Also wie gesagt, alles, was ich jetzt aufliste, würde ich ganz gerne in die Flasche rein tun oder reinbekommen. Die Frage ist, wie viel davon bekomme ich wirklich rein? Als nächstes ein Angelkit. Hier sind 20 Haken drin, ganz viel Vorfächer, kleine Mini-Posen, also ganz kleine Mini-Posen, wenn ich mir eine Angel bauen möchte, und ungefähr 30 bis 40 Meter Angelsehne. Sollte ausreichen, um ein Angelkit sich zu bauen oder um sich eine Angel zu bauen oder eine lange Schnur zu haben, wo jeden Meter ein Haken runtergeht und dann Köder dran befestigt sind, um auf 10 Meter oder auf 20 Meter durchs Wasser Köder zu spannen. Das Ganze auf so einer kleinen Rolle aufgerollt, die ich auch unter anderem benutzen könnte, um vielleicht eine kleine Spule zu haben, das Ganze zu bauen. Da ist ein kleines T mit unten drin, das heißt eine kleine Ecke rausbrechen oder rausschneiden und unten diese Ecken rausschneiden und dann könnte ich das vielleicht auf dem Ast aufbringen, könnte mir vielleicht so eine kleine Spule damit bauen. Es ging aber eigentlich nur darum, um wenig Schnur dabei zu haben oder genug Schnur dabei zu haben, das irgendwo dran aufzuwickeln. Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall ein Angelkit dabei zu haben, weil ich denke mal, dass alle in Alaska oder auch in Kanada angeln gehen werden oder würden. Thema Angelkit möchte ich auf jeden Fall mit in die Flasche haben. Als nächstes würde ich noch ein kleines Taschenmesser wahrscheinlich mitnehmen. An diesem kleinen Taschenmesser, muss man dazu sagen, ist eine kleine Nagelschere oder eine kleine Schere dran, die nicht unbedingt zum Nägelschneiden funktioniert, aber es wäre eine kleine Schere dran, um entweder Schnur zu durchtrennen, hätte man natürlich jeder Teilnehmer sein Messer, ist nochmal ein kleines Messer und eine kleine Feile dran. Vielleicht tue ich das rein, vielleicht tue ich es nicht rein, es nimmt einfach wahrscheinlich keinen Platz weg. Ich lege es erstmal zur Seite oder lege meine Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehme, in die Mitte, stelle mir die ganze Flasche mal rüber. Alles, was ich mitnehme, optionale Sachen, lege ich mal zur Seite. Das heißt, das kleine Messer wäre optional. Dann würde ich, das wollen wir uns einmal zusammen anschauen, würde ich noch zwei kleine Sägeblätter mitnehmen. Zu einer Säge allgemein kommen wir gleich auch noch, aber ich würde noch zwei kleine Sägeblätter mitnehmen für Feinarbeiten. Das ist ein, lasst mich lügen, ein Federstahl gedünst. Ich müsste mir genau nachgucken, wie es heißt, aber ich werde das alles noch verlinken. Eine Federstahlsäge. Die kann ich relativ weit wiegen, bevor sie bricht. Wir schauen uns das mal an. Ich würde auf jeden Fall zwei Blätter mitnehmen, für jeden Teilnehmer eine. Und bevor die bricht, kann ich sie sehr weit wiegen, bevor sie bricht. Sie bricht irgendwann, das ist nicht das Problem. Also wir kriegen alles irgendwann durchgebrochen, aber ich kann sie sehr weit wiegen, bevor sie bricht. Legen wir die ganze mal zur Seite und jetzt wird es eigentlich interessant. Sowas gibt es natürlich auch als groß. Das heißt, es gibt diese kleinen Federstahl, so welche Sägen wir sie haben, aus dem Federstahl gibt es auch in groß und die kann ich auch relativ weit biegen, bevor sie bricht. Ich hatte in meiner ersten Flasche noch eine Handkettensäge drin, die kann man zu zweit benutzen. Also wenn jeder auf einer Seite steht und das benutzt, ist es relativ einfach. Alleine ist es schwierig und da hatte ich überlegt, kann ich aus einer, jetzt liegt da die Rolle drauf, kann ich daraus eine Säge bauen. Ich kann euch jetzt schon sagen, aus Erfahrung und weil ich es ausprobiert habe, das Ding funktioniert nicht. Wenn ich zu zweit ziehen würde, vielleicht, dann brauche ich dies aber auch so zu lassen und habe ich überlegt, okay, die Handkettensäge verbraucht einfach extrem viel Kraft oder braucht extrem viel Kraft, ist sehr schnell ermüdend, macht also keinen Sinn, eine Handkettensäge mitzunehmen, egal wie gut sie ist. Also habe ich die Handkettensäge erstmal rausgenommen, habe gesagt, nee, ich werde sie nicht mitnehmen und möchte aber so eine Säge mit reinbekommen. Das können wir mit so einer Säge machen oder das können wir mit so einer Säge bauen. Wir können uns eine richtige Säge bauen. Und wie ihr schon seht, unten das Sägeblatt, was ich hier habe, hat nicht die komplette Länge, weil sonst würde ich sie natürlich gar nicht in die Flasche reinbekommen, egal wie ich sie knicke, egal wie ich sie mache. Und dementsprechend habe ich wieder darüber mit einer, was ist es, eine Metallschere, ein kleines Stück von der Säge abgeschnitten. Gar nicht so viel, wie gesagt, so viel, dass die Säge in die Flasche reinpasst. Man sieht jetzt schon, sie passt nicht rein oder würde nicht reinpassen. An beiden Enden natürlich ein Loch eingebohrt oder auf der einen Seite, wo ich es abgeschnitten habe, ein Loch eingebohrt. Aber wir haben hier von Connex, die kann sich jeder im Baumarkt oder bei Hagebau etc. und so weiter kaufen,
eine Federstahlsäge, die wir einigermaßen weit knicken können, bevor sie bricht. Und diese Säge, ich würde sie natürlich, wie gesagt, nicht zu weit brechen. Wir haben uns bei der kleinen Säge das angeguckt, wann sie bricht. Aber diese Säge bekomme ich ohne Probleme in die Flasche rein. Das heißt, ich könnte mir rein theoretisch ein Sägeblatt mitnehmen. Ich habe hier zwei Paracord-Enden angemacht, weil wenn sie erstmal drin ist, schmiegt sie sich ganz gut an den Seiten an und dann haben wir Probleme, sie rauszubekommen. So kann ich die beiden Paracord-Enden nehmen, sie ein Stück rausziehen und dann Stück für Stück wieder aus der Flasche rausbefördern, ohne dass das Ding bricht. Also wie gesagt, selbst bei diesem Stück, wie sie jetzt gebogen ist, vielleicht kann man das sehen, würde sie nicht brechen. Dementsprechend hätte ich rein theoretisch eine relativ große Säge dabei. Leicht verbogen, biege sie mir wieder zurück, dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Und müsste mir natürlich jetzt mein Sägeblatt oder eher gesagt meine Säge dafür bauen. Hab dann eine relativ große Säge. Muss auf jeden Fall mit. Meine Säge ist natürlich extrem wichtig, eine Säge zu haben. Wir haben also den zwei Messer, wir haben unseren Feuerstahl, wir haben unser Shelter, wir haben ein Regencape und die Säge. Ganz wichtig, dass ich die auf jeden Fall mitnehme oder dass wir auf jeden Fall eine große oder dass die Teilnehmer eine große Säge haben, um Sachen kleiner zu sägen und mit dem Meißel zusammen dann alles betonen können und wirklich kleine Hölzer zu bekommen. Als nächstes habe ich immer noch, und das würde ich auch immer noch mit reinnehmen, die Bogensehne. Die Bogensehne sind 150 Meter, sieht nicht so viel aus, es sind 150 Meter. Kann ich zum Angeln nehmen, kann ich zum Reparieren nehmen, falls mir meine Hose einreißen sollte oder mein Hemd einreißen sollte. Also mit Nadel und Faden, wie gesagt, zum Reparieren nehmen, zum Nähen nehmen. Und bei 150 Meter kann ich auch zum Angeln nehmen, muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, wenn die Angelschnur, die ich hier habe, nicht reichen sollte, weil ich zu wenig dabei habe, die hält 30 bis 35 Kilo aus, bevor diese Schnur anfängt zu reißen. 30 bis 35 Kilo, sagen wir mal eher 30 Kilo, ich rechne es mal ein bisschen weiter runter. Und das ist eine komplette Bogensehne. Also wenn sich jemand einen Bogen bauen möchte, weil er jagen gehen möchte, wir haben natürlich jetzt aus Staffel 2 gelernt, einen Bogen zu bauen ist gar nicht so einfach und ist es auch nicht. Aber die Möglichkeit, wie gesagt, wer sonst noch, wir haben die richtige Sehne dabei, wer da und bei 150 Meter haben wir hier auf jeden Fall viel an Schnur. Möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, nicht nur wegen der Schnur selber, sondern weil ich einfach mehrere Möglichkeiten habe, was ich damit machen kann. Ich kann damit angeln, ich kann damit meine Klamotten reparieren, weil wenn ich Nadeln dabei habe, ich werde Nadeln, hier ist ein kleines Loch in der Mitte, da werde ich auch wieder Nadeln reinstecken und ich kann sie halt zum Bogen bauen. Schnur, 150 Meter ist gar nicht so wenig. Und wo wir schon beim Thema Bogen bauen sind, ist jetzt optional, ob ich Pfeile, also Pfeilspitzen mitnehme. Das Ganze natürlich, wie gesagt, zusammengefaltet, zweimal zusammengerollt, nimmt kein großes Packmaß ein in der Flasche und ich hätte dann rein theoretisch 4 gute Pfeile, wenn man jagen gehen darf. Jetzt muss man wieder dazu sagen, es reicht ja nicht nur einfach, sich einen Bogen zu bauen oder sich Pfeile zu bauen. Man muss auch noch jagen können und damit schießen können und dann auch noch treffen. Ist wie gesagt optional, ich lege das Ganze mal zur Seite, ob ich wirklich Pfeilspitzen mitnehmen würde. Dann Thema Nadeln, was ich eben schon gesagt habe, ich habe hier ganz viele kleine Nadeln eingedreht. Kleine Nadeln, um wirklich nur Splitter zu entfernen, große Nadeln etc. und so weiter, um Sachen zu nähen. Und die würde ich natürlich hier in die Mitte reinstopfen, haben auch genau die Länge, dass die Nadeln einfach verschwinden und somit dann habe ich das komplette Luftloch, was hier in der Mitte ist, einmal ausgebessert oder einmal geschlossen. Das Ganze zur Seite stellen. Wasserfilter. Ich habe nur einen großen Wasserfilter. Ein Freund von mir wird mir einen kleinen Wasserfilter mitbringen. Jetzt in den nächsten 1-2 Tagen würde ich wahrscheinlich auch mitnehmen, weil man hat unter anderem den Packsack von einem Schlafsack. Ja, man müsste wahrscheinlich ein kleines Loch irgendwo in den Packsack reinmachen, damit ich das Ganze an dem Packsack befestigen könnte. Das Ganze würde ich mit einem Kabelbinder oder mit 2-3 Kabelbindern befestigen. Schön rummachen, zumachen. Dann habe ich oben einen großen Sack, wo ich Wasser reinfüllen kann. Der ist nicht 100%ig wasserdicht. Also ein bisschen Wasser wird wahrscheinlich immer irgendwie mit der Zeit rauskommen. Aber ich könnte einfach, wenn ich Wasser haben möchte, ohne mir Wasser abzukochen, ohne Regenwasser zu fangen, die Kappe abmachen, meine Flasche drunter stellen. Und dementsprechend würde ich Wasser haben. Ich tropfe es gerade wieder raus, weil das Ding war vor kurzem gerade in Benutzung. Wasserfilter würde ich auf jeden Fall mitnehmen, aber nicht diesen großen. Ich würde, wie gesagt, einen kleinen mitnehmen. Ja doch,
Auf jeden Fall. Lege ich mal, also wie gesagt, ich lege den jetzt auf diese optionale Seite, weil der ist viel zu groß. Ich würde keinen groß mitnehmen, ich würde einen kleinen mitnehmen. Kabelbinder. Dann ist natürlich jetzt die Frage, habe ich in meinem ersten Kit auch schon gehabt, ob ich Dextro in der G mitnehme. Wäre Luxus, also reiner Luxus, und ob ich jetzt, wie gesagt, so eine ganze Packung würde ich nicht mitnehmen. Wenn ich sie aufmache, sind das immer, ihr kennt sie ja, Dextronergen, kleine Vierecke, und könnte sie einfach wahrscheinlich irgendwo in der Flasche verschwinden lassen. Stelle ich mal zwischen dem Optionalen und dem, was ich auf jeden Fall reinkriegen möchte, mit hin. Wasserreinigungstabletten. Würde ich auf jeden Fall welche mitnehmen, wahrscheinlich wäre das sogar noch viel zu viel. Weil man muss immer dazu sagen, die sind auf einer Chlorbasis. Und sie sollen ja Bakterien und Viren abtöten. Und wenn ihr euch 2 Wochen lang nur von diesem Zeug, ich wollte gerade sagen, ernährt, also nur Wasser trinkt, was mit diesen Tabletten aufbereitet wurde, dann macht ihr euch alles, was ihr an guten Bakterien habt, in eurem Darm kaputt. Ich würde sie maximal 3 Tage benutzen. Vielleicht am ersten Abend oder am ersten Tag, wenn ich hinkomme, noch keine Wasserquelle gefunden habe, es vielleicht nicht regnet, dann würde ich vielleicht, also Wasserquelle gefunden, in dem Sinne irgendwo aus dem Stein tropfend oder sonst irgendwas, dann würde ich wahrscheinlich aus dem Bach oder irgendwo einfach 1 Liter mehr abnehmen, Tablette rein. Jetzt muss man wieder dazu sagen, ich muss 2 Stunden warten, bevor ich das Wasser trinken kann. Also jetzt einfach nur die Tablette reinwerfen und sofort lostrinken, funktioniert nicht. Man sollte wirklich bis zu 2 Stunden warten, um alle Viren, um alle Bakterien abzutöten. Aber ich würde auf jeden Fall Wasserreinigungstabletten mitnehmen. Und gar nicht mal so viele, weil ich würde davon so wenig wie es geht benutzen. Dann könnte ich, das war auch eine Überlegung, anstatt einen Meißel mitzunehmen, könnte ich einen kleinen Hammerkopf mitnehmen. Wie gesagt, ich könnte auch einfach bei der Axt, was ich eben schon gesagt habe, bei der Axt ein bisschen was abflexen und dann könnte ich den Axtkopf mitnehmen. Nimmt allerdings genauso viel Platz weg. Oder nimmt relativ viel Platz weg. Das hier vorne könnte ich mir oder würde ich mir dann natürlich anschleifen oder anschärfen und hätte eine Möglichkeit, mir einen Hammer bzw. eine kleine Mini-Axt zu bauen, um wiederum zu betonen. Oder einfach nur das Ding selber so nehmen und dann wieder mit dem Holzstock draufhauen, um eine Möglichkeit zu haben, um Holz zu spalten. Ich lege das Ganze auch mal in dem Zwischenbereich hin, ob ich das wirklich mitnehme oder nicht. Es nimmt natürlich einen, so ein kleiner Hammerkopf, nimmt extrem viel Platz ein. Wäre allerdings eine Möglichkeit, um sich, wie gesagt, eine Axt zu bauen, unter anderem einen Hammer zu haben, um einerseits auf den Meißel zu hauen, in dem Sinne, oder um Nägel irgendwie zu benutzen, weil ich habe natürlich, oder ich würde bei Nägel einfach keinen Platz einnehmen oder wenig Platz einnehmen. Wenn wir einfach mal ein paar von denen, muss ja nicht alle nehmen, würde ich Nägel reintun. Die Nägel würde ich ganz als zum Ende reintun, weil sie einfach wahrscheinlich in der Flasche verschwinden werden. Nägel lege ich auch mal nach hier vorne, kann ich natürlich auch einfach mit einem Holzstock oder mit einem Stein oder sonst irgendwas irgendwo reintreiben, also benutzen in dem Sinne, um, wie gesagt, mein Shelter zu bauen, um irgendwas zu fixieren, um einfach nur irgendwas zu haben, wo ich nachher Schnur rumwickel, ist als, warum nicht? Also sie werden auf jeden Fall drin verschwinden, Nägel würde ich wahrscheinlich ein paar mitnehmen. Dann die Brühbeutel. Brühbeutel, 3 Stück oder 4 Stück werde ich wahrscheinlich in die Flasche reinbekommen. Ich kann sie auch, manchmal dazu sagen, ein bisschen platter drücken, also noch wirklich platter machen oder kleiner machen in dem Sinne oder größer machen. Sie wird natürlich größer in der Fläche werden, aber ich kann sie ein bisschen kleiner drücken. Brühbeutel würde ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Man muss immer dazu sagen, wenn ich, und das wollen wir uns mal angucken, wenn ich die Säge, ja, das muss man auch immer dazu sagen, die Säge sollte man vielleicht nicht so oft biegen, wie ich sie biege in der letzten Zeit. Aber wenn ich die Säge hier drin habe, so, packen wir sie noch da rein, vorsichtig. Wenn ich sie hier drin habe, wieder ein bisschen gerade ziehen, dann bilden sich hier am Rand 2 kleine Luftlöcher. Und da könnte ich rein theoretisch genau, das ist ein bisschen Friemelarbeit, aber da könnte ich meine Brühtabs genau unterkriegen, dass sie genau an diesen beiden Ecken sind. Das heißt, ich hätte schon mal 2 Brühtabs oder 2 von diesen Brühbeuteln mit drin, wo ich die Luftlöcher unten geschlossen kriege. Lassen wir die Säge drin und stellen das Ganze mal wieder rüber. Die Brühbeutel wird, oder die Brühdinger würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ist ein kleiner Luxus. Braucht man das? Ja, nein. Es gibt so kleine Mini-Ölflaschen. Wenn ich jetzt also angeln gehe, man hört schon, ich bin ein bisschen am Lachen, wenn ich also angeln gehe oder wenn auch Fallenstellen erlaubt ist, dann hätte ich rein theoretisch Öl, um mir vielleicht meinen Fisch anzubraten.
sehe ich als Ultraluxus und stelle ich auf jeden Fall auch auf die optionale Seite, ob ich das überhaupt mitnehmen möchte oder mit dabei haben möchte. Dann, was ich auch schon in meiner ersten Flasche drin hatte, sind diese Wassertabs. Die haben Calcium und Magnesium drin und sind immer genau für 1 Liter. Das heißt, mein Liter Wasser, so ein Ding rein, nach 10 Minuten hat sich das aufgelöst und ich habe einfach Wasser mit Geschmack anstatt normales Wasser und habe noch Calcium und Magnesium, was ich zu mir nehme. Würde ich auf jeden Fall auch mit reintun und nehme nicht so wirklich viel Platz weg. Wie viele ich davon mit reinbekomme, das wird man nachher sehen, weil alles nimmt natürlich Platz weg und wir haben nicht unbegrenzten Platz in dieser Flasche. Dann, und dazu kommen wir gleich, ich würde wahrscheinlich Alu-Tape und Kupfertape mitnehmen. Hat einen kleinen Grund, und zwar einfach, wie gesagt, wir haben einerseits unsere Tabletten, mit denen wir Wasser abfiltern können oder eher gesagt bereinigen können. Wenn man einen Wasserfilter mitnimmt, würde ich, das ist halt die Frage, würde ich auf das Kupfertape trotzdem verzichten oder würde ich es einfach trotzdem mitnehmen, weil ich kann die Flasche natürlich dann in Anführungsstrichen als Kochtopf benutzen, um mir eine Fischsuppe zu machen, um vielleicht, wie gesagt, zu kochen oder um auch Wasser abzukochen. Ich lege das Ganze auch mal in die Zwischenkategorie, weil, jetzt kommen wir nämlich mal dazu, diese Flasche war insgesamt 1 Stunde lang durchgehend im Feuer. Nalgene, ich habe das Ganze nachgefragt, Nalgene sagt, es sind keine Weichmacher, es sind keine Stoffe in diesen Flaschen, die für uns schädlich sind. Und die Flaschen sind von minus 135 bis plus 135 Grad ausgelegt. Kochendes Wasser hier reinzufüllen ist kein Problem. Es wird sich auch bei kochendem Wasser von laut, wie gesagt, dem Hersteller, keine Stoffe, nichts in der Mitte irgendwie ablösen. Hier ist eine kleine Delle drin. Die Delle habe ich mir selber reingedrückt, weil die Flasche im Feuer war und nach 30 Minuten habe ich sie aus dem Feuer rausgenommen und wollte gucken, ob sie weich ist und habe ein bisschen gedrückt und man sieht, es ist genau die Form von meinem Daumen und habe gemerkt, oh, die Flasche ist weich, ich kann die Flasche zerdrücken. Wenn ich die Flasche allerdings bei dem zweiten Test, wo sie wieder 30 Minuten, nach 30 Minuten ist ein Liter Wasser gekocht, wieder aus dem Feuer nehme und kurz für 10 Sekunden hinstellen, abkühlen lasse, ist sie danach steinhart und ich kann sie nicht mehr eindrücken. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe die Flasche mit Alu-Tape, beim ersten Versuch habe ich diese Flasche nur mit Alu-Tape umwickelt. Ich werde noch einen weiteren Test machen, wo die Flasche im unteren Bereich mit Alu-Tape umwickelt ist und wo eine kleine Platte drin ist. Jetzt gucke ich gerade, ob ich die kleine Platte hier irgendwo finde. Ich sehe sie nicht. Auf jeden Fall noch eine kleine Metallplatte unten drin ist, die einfach, wie gesagt, einerseits für den Boden ist, dass ich sie besser hinstellen kann, dass es keine Verformung gibt, wobei man sagen muss, nach 1 Stunde im Feuer hat sich diese Flasche nicht verformt, bis auf diese eine Stelle, wo ich selber das Ganze eingedrückt habe. Einerseits auch als Hitzeleiter, andererseits nochmal als Schutz unten selber. Das Alu-Tape ist auch bei der Flasche nach 1 Stunde nicht durchgebrannt, obwohl es von unten durchgehend 1 Stunde lang Hitze drauf war. Und die Flasche ist im unteren Bereich mit Alu-Tape eingewickelt und der obere Bereich ist mit Kupfertape eingewickelt. Ich werde mit dieser Flasche auch noch einen Test machen, wo ich diese Flasche mehrere Stunden, das heißt, ich werde 1 Liter Wasser reinkippen, werde sie ins Feuer stellen oder ins Feuer hängen, werde 1 Liter Wasser abkochen und wenn der Liter Wasser gekocht ist, werde ich ihn in einen Eimer schütten und werde den nächsten Liter direkt danach wieder reinkippen. Jetzt muss man dazu sagen, viele haben halt gesagt, ja, dann bist du den ganzen Tag ja nur beschäftigt, Wasser abzukochen. Wenn ich diese Pads oder diese Tablets benutze, also diese Wasserreinigungsteile, muss ich 2 Stunden warten, bevor ich 1 Liter trinken kann. In der Zeit könnte ich mir einige Liter Wasser abkochen. Wenn man es nur von dieser Seite sieht, weil ganz viele gesagt haben, dann benutze doch einfach 2 Wochen lang diese Teile. Ich würde sie 2 Wochen lang nicht benutzen, weil ich mache mir alles, was ich in meinem Darm habe, alle guten Bakterien sind danach auch tot. Dementsprechend auf jeden Fall nicht durchgehend benutzen. Für eine kurze Zeit ist es gut, aber nicht durchgehend. Ich werde mit dieser Flasche, wie gesagt, noch einen Test machen. Das ganze Video, könnte man jetzt in Anführungsstrichen sagen, ist von Nalgene gesponsert, weil ich diese Flasche von Nalgene bekommen habe, diese Flasche von Nalgene bekommen habe, diese Flasche und auch noch diese hier. Also ich habe einige Flaschen da, mit denen ich diese Tests machen kann. Nalgene möchte alle Flaschen danach wieder zurückhaben, weil sie sehen wollen, wie weit oder wie viel Schaden haben diese Flaschen genommen. Wenn ich sie natürlich im Feuer mehrere Stunden lang erhitze, etc. und so weiter.
stellen wir die Flasche nochmal zur Seite, weil wie gesagt, der Test mit der Flasche selber wird noch kommen. Und das Alu-Tape, was ich dafür benutzt habe, ist ja, ganz normales Alu-Tape. Also können wir uns klein wickeln, kriegen eine kleine Rolle, das sind ungefähr 10 Meter oder 5 Meter, ist ausreichend viel, um die Flasche einzuwickeln. Und wie in so ein Kupfertape aussieht, muss ich nicht sagen, ist genau das gleiche wie das Alu-Tape, nur als Kupfer. Unterschied dazu ist, und deswegen habe ich zwei Flaschen von Nagelo nochmal und werde das Ganze auch nochmal einzeln testen, eine Flasche nur mit Kupfer, eine Flasche nur mit Alu. Diese Flasche war nur mit Alu, eine Stunde lang im Feuer und sieht bis auf diese Delle super aus, von innen perfekt aus, von außen ziemlich scheiße und sie klebt einigermaßen, weil sich der Kleber auch abgelöst hat. Aber ich werde halt den Test nochmal selber machen, nur mit Alu-Tape eine Flasche sehr lange im Feuer stehen lassen und eine Flasche nur mit Kupfertape im Feuer stehen lassen, weil ich vermute, dass die Flasche bei Alu-Tape weniger Schaden nimmt als bei Kupfertape. Bei Alu-Tape einfach sich schneller wieder abkühlt, nachdem ich sie aus dem Feuer rausgenommen habe, kurz hingestellt habe, konnte ich die Flasche nach kurzer Zeit anfassen. Ich vermute, dass ich das beim Kupfertape nicht kann, weil Kupfer einfach viel länger heiß bleiben wird und dementsprechend wahrscheinlich auch mehr Verformung an der Flasche selber machen wird. Ich könnte auch, und das ist halt natürlich eine Überlegung, würde auch ganz easy reinpassen, das ist ein Edelstahl, ich muss jetzt aufpassen, weil hier ist eine kleine scharfe Kante und ich habe mir die vorhin schon in den Finger gerammt, eine Edelstahlfolie mitnehmen, daraus könnte ich mir rein theoretisch auch mit Austreiben eine kleine Schale bauen, wo ich allerdings nicht mehr als vielleicht 300 oder 400 Milliliter Schale bekommen würde und dann bin ich auch den ganzen Tag nur am Wasser abkochen, weil 400 Milliliter Wasser, wie lange dauert es, einen Liter abzukochen, etc. pp. Vielleicht geht es natürlich, oder es wird natürlich hiermit deutlich schneller gehen als in der Flasche, aber nach 30 Minuten, sage ich mal, im Schnitt dauert es, 1 Liter Wasser in dieser Hygieneflasche abzukochen. Und dann würde ich natürlich ein Alu-Tape oder ein Kupfertape rumwickeln und würde danach die Flasche, muss ich wirklich aufpassen, dass ich mich nicht wieder ganz schneide, die Flasche danach nochmal einwickeln. Habe mir natürlich ein genaues Stück abgeschnitten, was damit ist, und würde dann noch entweder nochmal mit Alu-Tape oder mit Kupfertape nochmal drumherum gehen, um einfach mehr Hitze von außen zu haben, dass es einfach noch schneller in der Mitte mehr oder weniger anfängt zu kochen. Ist eine Theorie, werde ich aber auch noch ausprobieren. Ob man jetzt so eine Edelstahlplatte mitnimmt oder das Ganze aus einer Kupferplatte mitnimmt oder wie auch immer, was ich da mitnehme, müsste ich das Ganze natürlich austreiben, müsste mir eine kleine Schale bauen und es würde keine große Schale werden. Es ist ja nicht so, dass wir damit dann eine große Literschale uns bauen können, sondern es geht dann wirklich um 300 bis vielleicht einen halben Liter. Also daraus kriegen wir keinen halben Liter, aber wenn wir ein bisschen mehr mitnehmen würden, könnten wir uns vielleicht eine kleine Schale bauen. Die müssen wir erstmal austreiben, müssen wir, wie gesagt, mit draufhämmern, wo dann der Hammerkopf wieder interessant werden würde, wenn ich ihn mitnehmen würde, eine kleine Schale zu bauen. Das Problem ist, schlage ich mir einmal ein Loch rein oder kriege irgendwo einen Riss, ist das Thema hiermit gegessen. Das Ganze wäre auch mit einer Kupferplatte, das Ganze wäre egal, weißt du, was ich da mitnehmen würde. Das Thema ist in dem Moment gegessen, wo ein kleines Loch drin ist, weil dann tropft es raus. Deswegen stelle ich das Ganze auch mal auf die optionale Seite, beziehungsweise eigentlich kann ich sie, muss ich dazu sagen, das Ding hat ja keine wirkliche Stärke. Wenn ich es einmal in die Flasche reintue und ein bisschen ausbreite oder einfach nur in die Flasche reintun würde, jetzt im Moment passt noch nicht, ich muss es halt ein bisschen noch zusammendrücken, dann in die Flasche reintun würde, es würde keinen Platz in der Flasche selber wegnehmen. Ich stelle es trotzdem erstmal auf die optionale Seite, ob ich das wirklich mitnehme, weil ich, auf der Seite steht die Flasche, weil ich den Test ja schon gemacht habe mit dieser Flasche. Die Delle, wie gesagt, habe ich mir selber reingedrückt. Flasche hat sich nicht verformt, ist ein bisschen unten geschmolzen in dem Bereich, aber auch nicht wirklich viel. Hier haben wir noch den originalen Punkt. Und eine halbe Stunde für 1 Liter Wasser abkochen ist eigentlich ganz in Ordnung. Man könnte auch ein Grubenfeuer machen, wo ich die Flasche reinstelle. Dann bräuchte ich wahrscheinlich weniger von dem Tape. Das heißt, oben im oberen Bereich bräuchte ich überhaupt kein Tape. Oder weniger, oder ja, kein Tape oder weniger Tape. Und dementsprechend könnte ich auch mit einer kleinen Flamme unten drunter, nicht mit einem Riesenfeuer, sondern mit einer kleinen Flamme, auch mein Wasser zum Erhitzen bekommen. Dann, was ich auch schon in meiner ersten Flasche drin hatte, sind Kaffeefilter. Ganz viele haben ja gesagt, ja, wenn da dann doch Weichmacher drin sind und wenn sich dann da doch Mikroplastik ablösen sollte, könnte ich rein theoretisch mit einem Kaffeefilter, den ich oben drauf setze und einen Deckel habe,
Jetzt hat, ne, jetzt müsste ich in diesen Deckel, muss man immer dazu sagen, schrauben das Ganze erstmal zu. Ja, ein bisschen drücken und dann zuschrauben. So, jetzt haben wir das Ganze zu. Müsste ich natürlich entweder hier ein Loch reinmachen und noch ein Loch, wo Luft gezogen wird. Und dann könnte ich das Ganze zum Trinken benutzen. Und würde halt, wenn ich jetzt die Angst habe, dass da Mikroplastik drin ist, das Ganze mir durch meinen Kaffeefilter rausfiltern. Und das Mikroplastik würde in der Flasche bleiben und ich würde ganz normales Wasser trinken. Reißt der Kaffeefilter ein. Er schmiegt sich da ganz schön an, aber hier reißt gar nichts. Wir haben hier kein Loch drin und wir werden hier auch kein Loch reinbekommen. Auf jeden Fall nicht so einfach. Das heißt, Kaffeefilter würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Frage ist, wie viele würde ich mitnehmen und wie viele brauche ich? Ich würde die natürlich erstmal drüber, so viele wie es geht, auf jeden Fall in die Flasche reintun. Und um das Ganze nochmal hier auf der Seite zu haben, so würde das Ganze nachher bei einem Deckel aussehen. Das heißt, ich würde einen Deckel haben, wo ich ein Loch habe, wo ich so gesehen durchtrinke und ein Loch habe, wo sich Wasser anzieht. Oder Wasser anzieht, wo Luft angezogen wird, damit ich überhaupt trinken kann. Ist danach, der Deckel ist danach natürlich durch. Das muss man dazu sagen. Also wenn ich danach irgendwie sage, ich möchte das wieder andersweitig benutzen, ist der Deckel durch. Allerdings würde ich auch Panzertape mitnehmen. Nicht viel, ein bisschen reicht und damit könnte ich rein theoretisch die Löcher auch wieder abschließen. Dass ich die Flasche auch wieder dicht bekomme oder auf jeden Fall so weit dicht bekomme, dass von oben nichts weiter reingeht. Irgendwelche Tierchen oder sonst irgendwas. Wird natürlich Panzertape, ist klar, wenn ich so oben drauf wäre, ich drehe es wieder über was, drüber Kopf. Wasser sucht sich seinen Weg und dementsprechend würde es irgendwann auch wieder liegen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um einerseits zu trinken, Mikroplastik in der Flasche zu lassen. Wie gesagt, Allergene sagt, es löst sich da kein Mikroplastik ab, weil die Flaschen von 100 oder von minus 135 bis plus 135 Grad gehen. Kochendes Wasser, also kein Problem. Ein Stück Panzertape würde ich auf jeden Fall mit reintun. Dann würde ich mir ein kleines Medikit zusammenbauen. Ich persönlich finde das ein bisschen, ich finde die Regelung bei Seven vs. White falsch, dass wenn sich die Teilnehmer, sage ich mal, am ersten Tag schön in den Finger schneiden und jetzt ihr Medikit öffnen, dass sie dann raus sind, weil es dann fehlender Content wäre, würde ich also dementsprechend ein kleines Medikit zusammenbauen mit ein paar Pflastern oder wie gesagt, das ist wasserdichtes Pflaster, einmal wasserdichtes Pflaster, ein paar Fingerpflaster. Ganz wichtig, sollte auf jeden Fall jeder mitnehmen, jeder Teilnehmer ist Antiallergikum, weil es ganz schnell sein kann, dass man auf irgendeine Pflanze, auf irgendeinen Kram oder irgendetwas allergisch reagiert und dann hat man eine Hand oder ganz viel Pusteln an der Hand oder sonst irgendwas. Antiallergikum und ob es jetzt nun Migränetabletten sind oder Kopfschmerztabletten, ich würde auf jeden Fall beides mitnehmen, einmal Migränetabletten und auch Kopfschmerztabletten. Dann Schmerzmittel. Habe ich einmal Novagen-Tabletten dabei. Es ist ein Hardcore-Schmerzmittel, würde ich vielleicht nicht unbedingt benutzen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Aber wenn ich mir jetzt den kleinen Finger abschneide, gut, wenn man sich den kleinen Finger abschneidet, dann ist man sowieso raus. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Aber wenn es halt länger dauert, bis das Team da ist oder bis das Team vor Ort ist oder die Rescue vor Ort sind, Novagen-Tabletten bekommt man in der Apotheke. Nein, bekommt man nicht in der Apotheke, bekommt man im Krankenhaus, haben oder können heftige Nebenwirkungen haben, aber die sind sehr, sehr, sehr gering. Aber es sind halt, wie gesagt, Schmerztabletten, die eine extreme Wirkung haben und extrem gut sind. Unten drunter sind nochmal Ibuprofen-Tabletten und Ibuprofen-Tabletten, wenn man es vergleicht, eine Ibuprofen 600. Ich müsste 4 Ibuprofen 600er nehmen, um die Wirkung von einer Novagen-Tablette zu haben. Also extreme Schmerzmittel, leichte Schmerzmittel. Novagen würde ich nicht bei Zahnschmerzen benutzen, würde ich nicht bei diversen Sachen benutzen, bei vielleicht Magenkrämpfen. Kommt auf die Magenkrämpfe drauf an, vielleicht ja, aber wahrscheinlich eher nicht. Wie gesagt, extreme Schmerzmittel, leichte Schmerzmittel. Ich würde mir auf jeden Fall mein eigenes kleines Erste-Hilfe-Kit zusammenbauen. Dann eine Nagelschere. Nagelschere würde ich auf jeden Fall einpacken. Nicht, damit ich mir meine Fingernägel schneiden kann, eigentlich einerseits doch, aber es kann halt sein, dass man irgendwo sich einen Nagel einreißt oder ein bisschen Haut eingerissen ist oder irgendwo was überstehen hat, dass man halt wirklich gezielt etwas abschneiden kann. Ihr könnt das ja mal mit einem Messer machen, euch versuchen die Nägel zu schneiden mit einem Messer oder wenn ihr irgendwo einen Splitter drin hattet und jetzt einen Hautlappen überstehen habt, könnt ihr mal versuchen, das Ganze mit einem Messer abzuschneiden. Ich glaube, da werdet ihr euch eher verletzen. Nagelschere, muss man auch dazu sagen, die wird genauso untergehen
in der Flasche wie ein paar Nägel. Nagelschere würde ich auf jeden Fall mitnehmen und ich würde eine Pinzette mitnehmen. Nicht unbedingt für Splitter selber, sondern auch als Zeckenzange, weil es gibt sau viele Zecken in Alaska, genauso wie in Kanada, und dass ich mir auf jeden Fall die Möglichkeit habe, einerseits Splitter zu ziehen und andererseits auch Zecken zu bearbeiten oder Zecken zu entfernen. Dann, wie ich es auch schon gesagt habe, Kabelbinder. Ich würde Kabelbinder mitnehmen, nicht nur ein paar, sondern so viele, wie ich natürlich reinbekomme, die ich natürlich, wie gesagt, auch benutzen kann, um mein Shelter zu bauen, um einfach Möglichkeit zu haben, um weniger Schnur zu benutzen. Zum Basteln. Zum Basteln fürs Shelter, für alles Mögliche. So viele Kabelbinder, wie ich reinbekomme, würde ich natürlich auch mitnehmen. Dann habe ich noch Draht oder würde auf jeden Fall wieder Draht mitnehmen. Der ganze Draht ist jetzt noch normal auf einer normalen auf einem normalen Holzstock aufgewickelt. Ich würde mir wieder, wie ich es auch schon vorher in meiner ersten Flasche gezeigt habe, ein kleines Stück Kiemspan nehmen. Das ist jetzt ein relativ großes Stück Kiemspan, relativ dick. Es muss gar nicht so viel sein. Und würde den Draht auf den Kiemspan dann aufwickeln, um dann wieder Platz zu sparen, um zwei Sachen dabei zu haben. Weil man weiß nicht, wie heftig hat es geregnet an dem Tag davor etc. Wenn ich kein Feuer anbekomme, weil alles klitschnass ist, damit kriege ich wenigstens erstmal meine erste Flamme, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass ich eine Flamme bekomme. Und mit dem Draht kann ich, wie gesagt, Fallen bauen, ich kann ihn zum Shelterbauen benutzen und so weiter. Wichtig ist, einen normalen Draht, also keinen beschichteten Draht zu nehmen, obwohl das eigentlich relativ egal wäre, ob man jetzt auch einen beschichteten Draht nimmt. Gut, aber auf jeden Fall Draht und ein kleines Stück Kiemspan möchte ich auf jeden Fall auch noch mit drin haben. Jetzt kommen wir wieder zum Luxus. Es gibt diese Handwärmer-Pads. Es gibt gute, es gibt schlechte und so weiter, aber dieses Ding oder dieses Pad selber nimmt einerseits extrem viel Platz ein, aber hält, drauf steht 8 Stunden. Ich habe so ein Pad schon über 14 Stunden warm halten können. Solange es irgendwo in einem Bereich ist, in einer Tasche, im Schlafsack oder sonst was, ist dieses Ding auch noch nach 14 Stunden warm. Es hat 8 Stunden lang eine Temperatur, die so heiß ist, dass ich mich nicht wirklich dran verbrennen kann. Das nicht, so heiß wird es nicht, aber sehr heiß und sehr warm. Wenn man mal mit einem Thermostat rangeht, kommen wir da auf unsere 60 Grad. Ja, bei 60 Grad kann man sich schon fast verbrennen, aber ich habe es ja auch nicht direkt auf der Haut liegen, beziehungsweise manchmal vielleicht doch. Also die Dinger sind absolut geil. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es diese Marke, ob es genau diese Handwärmer noch gibt. Ich habe sie seit langem nicht mehr gefunden. Ich werde, wenn ich wie gesagt diese Marke oder genau diese Handwärmer finde, auch nochmal verlinken. Sind der absolute Killer. Also eine Nacht draußen schlafen, sich das Ding unten in den Schlafsack, in den Fußbereich werfen, die sind am nächsten Tag immer noch warm. Also warm, beziehungsweise teils sogar noch heiß. Lege ich aber auf jeden Fall erstmal auf die optionale Seite. Ja, genau. Wie gesagt, zu den Tabletten sind Micropur Forte Tabletten. Es gibt die in Rot und in Blau. In Grün? Nee, es gibt die nur Rot und Blau. Rote sind, wie gesagt, das, wo wir Wasser mit reinigen und die wir benutzen können, um wie gesagt, Wasser trinkbar zu machen. Die blauen sind, um Wasser haltbar zu machen. Das heißt, wenn man welche mitnimmt, dann die Forte und nicht die blauen, um Wasser haltbar zu machen. Wir wollen nicht Wasser haltbar machen, wir wollen Wasser reinigen und trinken. Aber da reichen die paar, die ich dabei habe, oder würden reichen die paar, die ich dabei hätte. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich noch irgendwas habe. Oder noch hier unten liegen habe. Nee, damit sind wir so ziemlich am Ende angelangt. Oh doch, da hinten liegt noch ein bisschen was drin. Und zwar gibt es ja noch diesen kleinen Luxusaspekt, den ich hatte, was ich ja bei mir in meiner ersten Packung oder meiner ersten Flasche auch drin hatte, dass ich Salz und Pfeffer mitnehmen würde, um mir mein Getränk, nein, Getränk nicht, um mir mein Essen ein bisschen zu würzen. Fleisch oder auch Fisch pur geht genauso, aber wie gesagt, optional das Ganze kriege ich oder bekomme ich Salz und Pfeffer mit rein. Salz würde ich, glaube ich, sogar eher sagen, dass ich es dabei haben möchte, weil wir werden Salze verlieren durch Schwitzen, durch Machen, durch Tun, und ein bisschen Salz zu sich zu nehmen, selbst wenn man das Salz nur ins Wasser reingibt, um ein bisschen nicht salziges Wasser zu trinken. Salziges Wasser ist schlecht, ist natürlich klar, aber einfach um wieder Salze aufzunehmen. Pfeffer tue ich mal auf die
Ja, mitteloptional. Eigentlich wäre es optional. Eigentlich, ich würde es ganz gerne dabei haben, um einfach mein Essen, wenn ich denn, wie gesagt, angeln würde oder wenn ich denn, wenn man denn jagen darf, um mein Essen einfach ein bisschen schöner zuzubereiten oder ein bisschen leckerer zuzubereiten mit Pfeffer und Salz. Aber ich tue mal den Pfeffer auf die Seite rüber und sage, ja, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich es wahrscheinlich nicht. Ich würde es ganz gerne dabei haben. Salz möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Dann, wo wir auch schon eben beim Thema Nähen waren, ich könnte, wie gesagt, diesen Faden genauso zum Nähen benutzen. Aber ich würde wahrscheinlich auch, das ist Schnur für Leder oder um Leder zu reparieren, die ist ein bisschen gewachst, brennt dementsprechend extrem gut. Und die Frage ist halt, würde ich wirklich noch Schnur davon mitnehmen? Das sind jeweils 25 Meter, ob ich zwei Rollen davon mitnehme oder nur eine Rolle davon mitnehme. Schnur zu haben ist immer gut. Wir haben hier 150 Meter, wir haben da 20 Meter. Wir haben hier rein theoretisch nochmal jeweils 25 Meter und sie ist leicht gewachst und ich könnte sie halt so gesehen auch als Zundermaterial nehmen. Ich lege das Ganze auch mal in den Zwischenbereich hin. Das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall mit reinnehmen möchte. Das wäre optional. Ein Wasserfilter würde ich eigentlich, muss man dazu sagen, würde ich eigentlich ganz gerne auch noch dabei haben in dem Pack. Allerdings ist der viel zu groß und ich müsste einen kleinen Wasserfilter nehmen. Oder wie gesagt, würde einen kleinen Wasserfilter nehmen. Wird mir jetzt in den nächsten paar Tagen mitgebracht und dann könnte ich das Ganze wahrscheinlich einen kleinen Wasserfilter da noch reinbekommen, den großen wahrscheinlich gar nicht. Dementsprechend lege ich den großen nochmal hier rüber. Ich würde allerdings einen Wasserfilter legen, wenn hier hin. Ich würde ganz gerne einen Wasserfilter drin haben, nur nicht den großen. Und jetzt schaue ich nochmal, ob ich noch irgendwas hier unten liegen habe, bis auf nochmal zwei weitere Brühtabs. Die Frage ist halt, ob ich zwei weitere Brühtabs noch mit reinkriege. Drei Stück oder zwei Stück bekomme ich auf jeden Fall rein. Umso mehr, wie gesagt, wenn ich mehr reinbekomme, ist gut. Wenn ich weniger reinbekomme, ist es auch nicht so schlecht. So, und jetzt habe ich hier unten eigentlich nichts mehr, bis auf noch eine ganze Ecke von, die mir auch jetzt gerade zur Hälfte runterfallen, eine ganze Ecke Nägel, die einfach so gesehen in der Flasche ja verschwinden würden. Selbst wenn die Flasche voll ist, den Bereich oder den Platz würde ich noch haben, um einfach kleine Luftlöcher zu schließen, um das einfach reingeraten zu lassen. Kabelbinder rechne ich mal auf den gleichen Bereich wie einen Nagel mit ein. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten. Da, wo ich halt ganz hier hinten in der Ecke, mal bloß nicht dran wehtun, weil die ist nämlich spitz und scharf. Das ist das kleine Stück oder das kleine Ende, was von der Säge, die jetzt schon hier drin ist, übergeblieben ist. Die ich, wie gesagt, mit einer, einer Metallschere einfach durchgeschnitten habe. Hingegangen bin und die einfach, wie gesagt, abgekattet hat. Könnte ich natürlich auch überlegen, tue ich mir dieses kleine Stück noch mit rein? Kann ich ein Holzstück dran anbringen? Kann das Ganze entweder mit dem Band hier umwickeln? Oder mir müsste dann rein theoretisch noch eine Schraube oder eine Mutter mitnehmen? Und dann könnte man das Ganze an einem Ast noch festmachen, um noch eine weitere kleine Handsäge zu haben. Das Ganze geht auch mit den beiden Sägeblättern. Oder würde ich mir halt so welche Sägeblätter mitnehmen und mir dann einfach nochmal eine kleine Handsäge bauen, um kleine Arbeiten zu machen? Wie gesagt, ich würde zwei von diesen kleinen Sägeblättern noch mit reinnehmen, die kann ich mir oben in den oberen Bereich reindrehen, also komplett eingerollt. Ich kriege es jetzt nicht gerollt, aber wir kriegen sie halt, wie gesagt, relativ weit gebogen und können sie mir oben in den Kopf oder oben in den Hals der Flasche reinklemmen. Deswegen, ich tue die beiden Sägeblätter auch mal auf die optionale Seite, also das Ende von der Säge, die sowieso schon drin ist, genauso wie diese beiden Sägeblätter. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Ich habe hier unten unter meinem Tisch nichts mehr liegen. Wenn ich rumfühle, ist da nichts mehr. Nur noch eine durchgebrochene Säge und das Ende davon. Damit sind wir soweit durch. Die Sachen, die hier liegen, würde ich ganz gerne reinbekommen. Da habe ich meine Möglichkeit, um zu betonen. In dem Sinne, der Meißel ist ja auch leicht angeschärft. Könnte man noch schärfer machen, dass man wirklich hier eine sehr scharfe Kante hat oder eine Schneidekante hat. Feuerstahl, diese Folie. Also diese Folie, die ganze Folie geht leider nicht in die Flasche rein. Habe ich schon probiert, funktioniert einfach nicht. Dementsprechend wird davon 40 Meter abgemacht. Dann ein Regencape mit 20 Meter Schnur umwickelt. Zwei Messer, ein Angelkit, ein paar Nägel, Salz, ein bisschen Panzertape. Ein Ersatzfeuerstahl, ein Feuerzeug, wo ich ein kleineres Feuerzeug mitnehmen würde. 150 Meter Bodensehne, ein Angelkit hat man da schon gehabt. Ein kleines Medikit, was ich mir selber zusammenstellen würde, wo ich brauche natürlich keine ganze Packung. Da reichen von den Anti-Allergikum-Tabletten reichen zwei oder drei Tabletten, vielleicht sogar zwei Tabletten pro Person. Ein Wasserfilter, keinen großen, sondern einen kleinen,
Draht mit ein bisschen Kiemspan, die Kaffeefilter, um gegebenenfalls, wenn ich das Ganze, also wie gesagt, wenn ich die Flasche als Topf mir umfunktionieren sollte und oder als Abkochmöglichkeit umfunktionieren sollte, dass ich, wenn ich Angst habe, dass sich da doch vielleicht Mikroplastik ablöst, dass ich halt das Ganze filtern kann. Unter anderem kann ich den Filter oder die Kaffeefilter natürlich auch benutzen, um, wenn ich nicht ganz so sauberes Wasser habe, um die erste Reinigung damit zu machen. Man muss jetzt immer dazu sagen, wenn ich jetzt irgendwo einen See habe oder einen Fluss habe, wenn ich 1 Meter oder also 30 cm bis 1 Meter entfernt ein Loch buddel, das bis auf dem Grundwasser runter so tief ist, mit Stein auslege, sickert natürlich in diesem Loch Wasser nach oben. Ein paar Mal das Wasser abschöpfen und dann kommt da relativ klares Wasser raus. Was einerseits für den Filter interessant ist, dass wir, umso klarer das Wasser ist, umso besser wird das natürlich gefiltert, umso weniger verstopft dieses Ding. Und natürlich auch, wie gesagt, wenn wir es abkochen sollten oder auch für die Tabletten. Umso weniger Sediment, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen wirklich, um diese Tabletten zu benutzen, können wir kein Dreckwasser nehmen, weil sich in dem Sediment Bakterien oder sonst irgendwas verstecken können und dementsprechend nicht getötet werden, genauso wie Viren. Das heißt, wir brauchen ziemlich klares Wasser, um überhaupt diese Tabletten zu benutzen. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich einfach Kaffeefilter mitnehmen, kann ich ziemlich klein wickeln. Die Frage ist, wie viele brauche ich? Ich kann sie auch einfach zusammenknüllen und nachher als letztes oder irgendwo kleingestopft reindrücken. Unter anderem könnte ich diese Kaffeefilter auch benutzen, um, wenn ich auf Toilette gehe oder sonst irgendwas, um mir den Arsch auch damit abzuwischen. Also haben so gesehen mehrere Möglichkeiten oder mehrere Funktionen, was ich damit alles machen könnte. Ich würde natürlich, wenn ich die Dinger benutzt habe und auf Toilette war, würde ich sie dann natürlich danach nicht auswaschen und versuchen irgendwie nochmal zu benutzen. Danach sind die Dinger durch, aber die nehmen auch wenig Platz weg. Dann wie gesagt Kabelbinder, ein langer oder zwei lange reichen eigentlich aus, um nachher den Packsack hier oben dran, das würde wahrscheinlich auch ein kleiner einfach ausreichen, um den Packsack da dran zu befestigen, um sich einfach ein System zu bauen, wo ich oben den großen Packsack habe und dann, wie gesagt, jederzeit immer wieder den Deckel abnehmen kann und mir Wasser abzapfen kann aus meinem 5 Liter, 10 Liter Packsackbeutel, den ich dabei habe. Den ja so oder so jeder dabei hat, weil jeder einen Schlafsack bekommen wird oder seinen eigenen Schlafsack nimmt. Ich muss natürlich unten in den Packsack ein kleines Loch einbringen, damit ich dieses Teil überhaupt, diesen Nupsel, überhaupt in den Packsack reinbekomme und damit ich es überhaupt dicht bekomme, wie gesagt, das Ganze mit Kabelbinder. Und damit sind wir eigentlich durch. Wie gesagt, dieses Teil hier, ich komme immer noch nicht drauf, wie es heißt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aber ich komme gerade absolut nicht auf den Namen von diesem, es ist ja kein Meißel, es ist ein Holzmeißel, nennt man das so? Ich komme gerade absolut nicht drauf. Könnte ich natürlich auch mitnehmen, wie gesagt, könnte mir das Ganze an einem Stock befestigen, wie auch immer ich das an einem Stock befestige, dann wie gesagt mit Paracord mit oder mit der Schnur, die ich dabei habe, könnte mir rein theoretisch eine kleine Axt damit bauen, die wahrscheinlich nicht so gut spalten wird wie der Meißel selber. Ich habe den Meißel selber ausprobiert und das funktioniert erste Sahne. Also es geht wirklich gut. Hier hätte ich natürlich noch eine Spitze dran, in dem Sinne eine kleine Ahle, was ich in dem ganzen Set nicht hätte, wobei ich dafür auch die Nagelschere benutzen könnte, um dann wieder irgendwo Löcher reinzutreiben oder kleine Löcher zu machen. Deswegen, ich lege das Ganze auch nochmal auf die Seite mit drauf und ein großes Messer, wie gesagt, würde ich einfach, oder ein Messer würde ich nicht mitnehmen, auch kein Fulltang oder sonst irgendwas, vielleicht sich dafür extra eins anfertigen lassen und dann ein individuelles mitnehmen oder irgendwas. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich mir einfach sage, ich habe eine Säge, mit der kann ich alles sägen, also so eine Säge mir selber bauen. Mit der kann ich so ziemlich alles sägen, was ich sägen möchte oder machen möchte. Sogar relativ große Stöcker durchkriegen oder relativ große Äste durchkriegen. Ich hätte zwei Messer drin. Naja, und ich hätte halt den Meißel drin, um dann, wie gesagt, die Äste, die ich mir durchgesägt habe, mit einem weiteren Stock, mit dem ich oben raufknüppel, durchzutreiben und so gesehen zu betonen. Jetzt ist natürlich die Frage, was bekomme ich von dem ganzen Kram da rein? Dass ich diesen riesen Wasserfilter nicht reinbekommen werde, das weiß ich jetzt schon. Aber einen kleineren Wasserfilter werde ich reinbekommen. Und was bekomme ich von den Sachen rein und möchte ich überhaupt von den Sachen, die auf der Seite liegen, was möchte ich da mitnehmen? Der Hammer oder der Hammerkopf wäre gar nicht so schlecht. Das hier oben, wie gesagt, könnte ich mir anschärfen. Hätte dann so gesehen einen Mini-Axtkopf und einen Hammer. Und den Hammer muss ich ja nicht erklären, was man mit Hammern unter anderem mit dem Nagel noch machen kann.
ist das, wie gesagt, so eine Frage, will ich den dabei haben, will ich ihn nicht dabei haben, deswegen lege ich den erstmal darüber. So, jetzt werde ich die ganze Flasche packen und dann werden wir mal schauen, was von diesen Sachen, die ich hier liegen habe, wirklich da reingeht, wie viel ich davon reinbekommen werde, ob ich meine beiden Messer reinbekommen werde, ob ich, muss man mal dazu sagen, diese Sachen, die hier in der Mitte liegen, sind wirklich Shelter und Feuer und was zum Betonen und noch das Regencape kommt auf jeden Fall rein, die Schnur kommt auf jeden Fall rein. Wie viele Messer werde ich reinbekommen? Bekomme ich nur ein Messer oder bekomme ich zwei Messer rein? Wenn ich nur ein Messer reinbekommen würde, würde ich das stabilere nehmen, ist natürlich klar. Aber ich würde auf jeden Fall ein Messer mitnehmen. Und wichtig ist natürlich, ob wir jetzt nun so ein Messer mitnehmen oder ein Fulltang-Messer, dass wir eine Scheide mitnehmen. Weil ohne eine Scheide, entweder habe ich das Messer die ganze Zeit in der Hand oder ich verliere es irgendwann. Weil ich weiß nicht mehr, in welchen Baum ich es reingehackt habe und ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Das Ding klippe ich mir in meine Hose und ich verliere es nicht. Wenn ich es brauche, dann habe ich mein Messer. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Ich werde versuchen, jetzt die ganze Flasche zu packen und dann werden wir uns mal diese Flasche anschauen, was da reingegangen ist, was nicht reingegangen ist, also was nachher alles hier überbleiben wird. Und ich werde in den nächsten Tagen einen Test machen nochmal, wo ich wirklich stundenlang eine Flasche, also so eine Nagene-Flasche ins Feuer stellen werde, um zu gucken, wann gibt die Flasche auf. Nagene möchte das natürlich auch wissen, weil sie fand den Test oder die Idee, die ich da vorgeschlagen habe, sehr interessant. Wann wird so eine Flasche aufgeben? Im Feuer. Sie sind natürlich nicht für Feuer ausgelegt, aber sind für 135 Grad heißes Wasser ausgelegt. Dass ich, wenn wir oben kochendes Wasser reinkippen, da keine Mikroplastik, kein nichts sich ablöst. Nagene, wie gesagt, möchte die Flasche wieder zurückhaben, genauso wie die Flasche zurückhaben und auch die Flasche zurückhaben und auch die Flasche zurückhaben. Dementsprechend werde ich da einige Tests noch machen. Also ich heiße, ich werde die Flasche ist mit beiden umwickelt. Da ist Alu-Tape bis zur Hälfte drum und der Rest ist mit Kupfertape ausgewickelt. Dann werde ich eine Flasche nochmal komplett nur mit Kupfertape machen und eine Flasche nochmal komplett nur mit Alu-Tape. Und das Ganze dann mehrere Stunden im Feuer einen Stresstest machen. Also mal sehen, wie viele Liter kann ich abkochen, bevor die Flaschen aufgeben. Oder vielleicht geben sie ja auch gar nicht auf. Vielleicht brennt ja auch das Tape vorher durch. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.